Halli, hallo liebe Leute und willkommen zu den glücklichen Reifen mit mir von euch. Ihr macht hier die ganzen Level dafür, ich. Zeitdruck? Oh nein, nicht schon wieder. Macht hier die ganzen Level für mich und grüße natürlich alle Leute auf dieser Welt wieder. Nicht alle Welten auf diesem Leut. Hey Mordado, in diesem Level musst du alle in vorgegebener Zeit abwerfen. Ansonsten rippst du. Viel Spaß von Richard. Oh, ich will nicht rippen. Ich recke. Oh Gott, in vorgegebener Zeit. Oh nee, der links ist. Oh Gott. Ah! Ich will nicht rippen. Ich will nicht rippen. Nein. Oh Gott, das Hühnchen hat mich umgebracht. Okay, okay. Diesmal wird das was. Ah, ich weiß ja nicht. Ich bin ja nicht gut in diesen Dingern. Vor allem mit Zeitdruck doch nicht. Okay. Nein, nicht schon wieder das Hühnchen. Oder der Vogel. Ich will den Vogel nicht sehen. Ah! Okay, warte, wir üben erstmal den Hinteren zu treffen. Okay, den Hinteren kann ich mittlerweile. Ach, verdammt, ich wollte mich mit meinem Schwert verteidigen. So, den haben wir. Jetzt haben wir den Hinteren. Jetzt fehlt nur noch der eine. Nur noch der eine. Oh, nein, 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 der eine. Ah, der eine oder keine. Okay. Zack, zack, zack. Nein, 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 der da hinten, der da hinten. Nicht schon wieder das Hühnchen. Hühnchen. Ja, ich habe nicht mal den da vorne erwischt. Das können wir schon wieder vergessen. So, okay. Oh, ich habe es fast geschafft. Hätte ich den Hinteren getroffen, dann hätte ich sogar geschafft. Die Frage ist allerdings, wie schnell muss ich sein und warum... warum wird mein Becken einfach... Oh. Oh, nee. Bitte. Bitte, Typ da hinten. Bitte stirb. Warum kannst du nicht einfach runterfallen? Ich meine, das Schwein... stirbt immer einfach so, das Ungeheuer da hinten, der Zyklop, der hat's nie so leicht beim Sterben. Okay, er ist tot, okay. So, zack, nach hinten, nicht erwischt, okay, das war schon wieder das Frettchen, oder was ist das da oben, ist das ein Bär? Der stirbt auch immer. Ach Mann, was bin ich für ein grausamer Mörder. Okay. Nein, nein! Ja, ja, gewonnen, geschafft! Ja! Zeitdruck, ach, kein Problem. Hat mir gefallen irgendwie. Sword Rope. Hallihallo und herzlich willkommen bei meinem Level. Viel Spaß von Harald HD, da bin ich ja mal gespannt. Sword, ach so, ich kann aussuchen, ich habe gedacht, es wäre irgendwie kombiniert. Nein, nein, ich habe doch schon Schwerter, ich wollte zum anderen, nein, nicht schon wieder Schwerter. Ich wollte doch ropen, ich wollte swingen und ropen und ich bekomme meine Hände nicht weg. Hände? Okay, ich bin hier eingesperrt, aber jetzt kann ich mich umentscheiden. Oder auch nicht. Aua! Oder nochmal umentscheiden. So, jetzt Rope Swing. Okay, wir sind vorbereitet, halbwegs. Geh auf. So, Swing. Ah, das sind wir geroped. Und da fallen wir runter. Wir sind noch sicher, wir leben noch und wir haben schon gewonnen. Okay, gut, dann muss ich aber auch noch den Sword Throw schaffen irgendwie. Da muss ich ein bisschen was werfen. Aber irgendwie ist das nicht so optimal, optimiert. Ja, nicht so optimal optimiert, muss ich sagen. Okay, ich versuch's nochmal. Ich habe jetzt beides geöffnet. Ah, das war wohl nicht so gut, muss ich sagen. Beides zu öffnen. Ah. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich bewege mich jetzt mal gar nicht. Ich drück gar nichts. Okay, gar nichts drücken ist auch keine Option. So. So, und dann strecke ich mich einfach. Okay, ich hab's halbwegs geschafft, aber ich glaube... ich habe ihn erstochen. Nein, gib mir mein Schwert zurück. Ich glaube, ich komme an die anderen Schwerter nicht. Obwohl, ich bin verschoben worden. An die komme ich ran. Oh, oh. Oder auch nicht. Ah. Nein, 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 gib mir mein Schwert. Ach, ich hasse euch. Euch Leute von heute. Okay, ich bin tot. Keine Lust mehr. Ich habe schon Schwerter geworfen. Mordado cool. Ah, das bezweifle ich. Hey, Mordado. Das ist mein zweites Level und ich wünsche dir viel Spaß. PS, hol bitte mein Mordado komisch nach. Ach, Mann. Ich bin komisch. Nur Fahrertyp, wenn nichts angegeben ist. Das Level wirkt doch schon komisch genug, muss ich sagen. Eine Ananasse und da ist das Ziel. Schönes Level. Spiel mir das nächste. Neon und Spike Fall. Von Janni 555444333. Hallo Mordado, hier mal wieder ein Level für dich. Ich habe wieder dein Lieblings-Spike Fall eingefügt. Wann kommt eigentlich mal wieder TTT? Naja, grüß bitte die 7, demnächst 8 Jahrgangsstufe der SGL, danke. Ich habe schon alle grüßt. Wann kommt wieder TTT? Ich weiß nicht. Irgendwie ist, glaube ich, die TTT-Zeit vorbei. Ich habe
immer noch für eine Folge, glaube ich, TTT-Material von vor einem Monat. Ich wusste nicht, wie man die ändert. Hä? Nicht, wie man die ändert. Die Farbe. Ach so, Spaß. Ach, Gott sei Dank, da ist der Smiley weggefallen. Don't touch. Eltern haften für ihre Kinder. Und was ist das? Okay. Für nichts Gefährliches. Hier vorne haben wir noch ein... Das hat mich wirklich erschrocken. Ich wollte gerade irgendwas wegen TTT formulieren, irgendeinen Satz, und dann plötzlich wurde ich erschlagen. Tipp: Zurücklehnen. Achso, ich darf den Punkt nicht berühren. Zurücklehnen oder doch vielleicht vorlehnen? Oh Gott, erschreckt mich das. Hä? Zurücklehnen. Wie soll ich mich zurücklehnen? Ach man, jetzt habe ich aber Angst. Ich habe Angst vor dem Ding, das erschreckt mich richtig. Geh da weg. Okay, ich lehne mich zurück. So. Zack. Und dann fahre ich hier wieder raus. Und jetzt zerquetscht mich? Oder noch besser, nach vorne. Da steht auch noch besser nach vorne, aber wie... Ich habe Angst. Ich muss da ganz schnell durch. You can do it. Ach Gott! Bitte nicht! Ich darf das jetzt berühren oder nicht? Ich weiß es nicht. Bitte nicht umbringen. Ach Gott, das kommt immer so... Ich weiß, dass es kommt, aber irgendwie ist es dann... Okay. Hä, wie soll ich da durchkommen? Ah, das sieht eigentlich ganz gut aus. Timmy schützt mich davor, dass ich es berühre. Ach, verdammt. Das ist ja das Problem bei den Dingern. Und der Weg ist so weit. Viel Spaß. Achso, da steht auch Do Not Touch. Also diese grünen Blöcke darf ich nicht berühren. Hat Molaro jetzt auch mal nach einer Ewigkeit festgestellt. Okay, wir haben es geschafft. So, jetzt kommt wahrscheinlich das nächste, was ich nicht berühren darf. Oh, das geht aber eine Weile. Ah, nein, nicht der Rope Swing. Nicht der Rope Swing. Ich kenne den noch. Ach nein, wir sind im Ziel. Wie war's? Schwer, Fragezeichen, GG? Ah, ging. Oh, ich lebe ja. Nee, ich lebe nicht. Ich habe schon gedacht, ich kann leben und mich noch rüber ins Ziel hangeln. Aber da war nichts. Maudado Gefängnis. Hallo und viel Spaß. In diesem Level kannst du mehrere Wege gehen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, einen Checkpoint zu benutzen. Tipp, drücke den roten Knopf von Schnellias. Der ist aber ganz schön flott unterwegs. Oh, wir sind im Gefängnis. Drück mir mal den roten Knopf. Ach, Gott sei Dank ist im Gefängnis ein Knopf angebracht. Oder hat direkt seine Waffe verloren, damit man entkommen kann. Wir spielen LOL. Ah, ich weiß ja nicht. Ich nehme eigentlich gerade auf. Ach Mann, er hört mich gar nicht. Oh, ich nehme gerade auf. Gleich. Okay. Halt! Um den Checkpoint zu benutzen, fahr in die Zelle zurück. Ansonsten fahr einfach wieder weiter. Go back to the prison cell to use the checkpoint. Ach, da haben wir die Wache direkt ausgeschalten. Blöde Gefängniswärter! Dafür breche ich Timmys Arme. Das war natürlich geplant. Schöne Lampen, muss ich sagen. Das Gefängnis weiß, was es hier machen muss. Da steht irgendwas. Allerdings war mir das Glas ein bisschen zu zerbrechlich. Vater, vertrau mir. Zerbrich das Glas. Nein, Timmy, du hast gebrochene Arme. Das ist viel zu gefährlich. Wir werden da nicht runtergehen. Wir werden weiterfahren. Du betrügst mich nur wieder. Außerdem, warum bist du im Gefängnis? Nur ich müsste doch ins Gefängnis. Hallo, guten Tag. Ich öffne mal deine Zelle. Kannst du auch entkommen? Kein Problem. Da links war, glaube ich, der Checkpoint. Der Eingang ist verschlossen. Versuch auf, wir auf das Dach zu flüchten. Machen wir? Hä? Oh, ja, flüchten wir auf das Dach, indem wir weiter runterfahren. Vorhin war ich doch auf dem Dach, oder? Warum auch immer das... Nein, 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 komm zurück, Fahrstuhl. Nein! Komm zurück! Komm zurück! Zurück! Ah, ich bin hier ausgesperrt. Okay, nochmal. Drück mir den roten Knopf. Fahren raus und wieder in die Zelle zurück. Und dann dürfte da der Checkpoint. Da muss ich hoch für den Checkpoint. Geht das überhaupt? Ja, das geht. Hä? Go back to the prison cell to use the checkpoint. Checkpoint. Bin ich zu doof? Checkpoint oder hatte ich ihn noch nicht? War ich noch nicht so weit? Anscheinend nicht. Ach, und er blockiert wieder hier einfach die Tür. War ja klar, blöde Zellenwächter. So. Timmy, nein, nein, nein. Wir unterbrechen das Glas nicht. Das kommt gar nicht in die Tüte. Das hat Mama nicht erlaubt. Okay.
Ah ne, da links war irgendwas. Da will ich jetzt mal vorbeischauen. Okay, da muss man wahrscheinlich durch. Wenn man runtergefallen ist durch das Dach. Ach Mann, blöder Zellenwächter. Stirb. Ah, er ist ja schon tot. Er muss gar nicht mehr sterben. So, nicht durch. Ach Mann, ich wusste es. Ah, beim ersten Mal lief es wieder am besten. Das ist immer so. Halt. Ach, da wird er direkt wieder seine Waffe. Ja, ja. Geh zur Seite. Ich will Timmy nicht schon wieder seine Arme brechen an dir. So. Oh, schönes Bein. Ach nein, verdammt. Da wird man direkt bestraft, wenn man runterfällt mit einem blöden Gang. Ah, slow. Ah, den finde ich nicht cool, muss ich sagen. Einfach ganz langsam durch. Wahrscheinlich reicht's nicht mal langsam zu fahren. Na, na, na. Na, na, na. Ich will da durch und sterbe dabei. Ach man, das Level hat so gut angefangen. Aber jetzt ist schon wieder dieser Typ da, der mich einfach nicht durchlassen will. So, Zellenmann. Ich will da vorbei. Please let me pass. Thank you very much. Now we can... Da, nein, warum geht das nicht mehr? Ich hasse das. Blöder Zellentyp. Geh weg. Vor allem diese blöde Wand. Okay, hat geklappt. Man muss nur wütende Geräusche machen, dann gibt die Map nach. So. Ja. Ach, okay, jetzt geht's. Ja, ich öffne wieder deine Zelle. Kein Problem, du kannst auch raus. So, können wir nicht durch. So, und wie ich erwische jetzt diesmal den Fahrstuhl nicht. Dann werde ich schon ganz schön wütend. Ich gebe jetzt einfach... Soll ich Vollgas geben oder langsam hin? Das ist natürlich die Frage. Das Level an sich finde ich ziemlich cool aufgebaut. Ein paar Arme verlieren finde ich jetzt nicht ganz so schlimm, wie das Level nicht mehr weiterspielen zu können. Ah, fahr bitte hoch. Checkpoint. Okay, wir haben den Checkpoint freigeschaltet. Das ist schon mal was sehr Schönes. Und jetzt sind wir auf den Dächern. Fliegen wir über die Dächer, Timmy. Zack. Über die unsichtbaren... oder nicht zu erklären, schnell greift das. Ach, ich weiß ja nicht, ob ich das Teil noch greifen kann. So, okay, wir haben den Checkpoint frei gespielt. Jetzt müssen wir da drüben durch. So, sagt mir halt, ja, 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 es ist alles in Ordnung und ich gehe in die Zelle zurück. Und da ist immer noch kein Checkpoint. Da ist immer noch kein Checkpoint. Okay, vielleicht muss ich auch erst den Trigger für die unsichtbare Wand auslösen. Und jetzt ist hier ein Checkpoint. Oh, das hätte ich vorhin direkt machen können. So, okay. Und rüber. Und noch weiter rüber. Und ich würde sagen, nach dem Level ist das Video auch vorbei. Ich hoffe, wir haben es fast geschafft. Diesmal werde ich hoffentlich mit Händen dort ankommen, um das Seil zu grabben. Wo auch immer das kommt. Vielleicht fliegen wir ja mit einem Helikopter. Wer weiß. Schnell in den Aufzug. Ah. Okay. Ist jetzt ein zweiter Aufzug oder ein anderer? Ich weiß es nicht. Scheint ein anderer zu sein. Okay. Und... Oh, schnell das Greif... Okay, ich hab's geschafft. Leute, ich hab's geschafft. Ich hab losgelassen und das Seil gegriffen. Was denn das? Das hätte ich mir nie zugetraut. So, loslassen und nächstes Seil. Ein Arm verloren. Ah! Und, ach nee, noch ein Arm verloren. Ich hoffe, es kommt kein weiterer Rope Swing. Und wir haben's geschafft. Okay, das Level fand ich sehr schön. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.